Ja, hallo meine lieben Freunde. Dieses Video ist nicht für die Christen, die denken, dass sie super heilig leben, dass sie es geschafft haben, dass sie punkten bei Gott. Sondern dieses Video ist für die, die immer wieder Mühe haben, an die Liebe Gottes zu glauben. Immer wieder Zweifel haben, dass Gott sie so liebt, wie sie sind. Weil sie vielleicht mit Sünde zu kämpfen haben, mit Depression zu kämpfen haben oder weil einfach vieles in ihrem Leben kaputt ist. Ich möchte dir sagen, Gott ist der allerbeste Vater. Gott liebt dich und er liebt dich so, wie du bist. Genauso wie er mich liebt, wie ich bin. Wenn du zerbrochen bist in deinem Leben und kaputt bist, dann ist dieses Video für dich. Ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich so, wie du bist und nicht so, wie du sein solltest. Denn wir sind alle nicht so, wie wir eigentlich sein sollten. Wir haben alle unser volles Potenzial, schöpfen wir nicht aus. Und diejenigen Christen, die denken, dass sie super heilig sind, sind wahrscheinlich noch am weitesten von der Liebe Christi entfernt. Denn wir sollen uns nicht auf unsere Heiligkeit, auf unsere Gerechtigkeit verlassen. Heilig und gerecht sind wir nur in Christus. Vielleicht kämpfst du noch mit Gebundenheiten und hast darum immer wieder Zweifel an der Liebe Gottes. Aber Gott rechnet das Böse nicht an. Gott ist Liebe und die Liebe rechnet das Böse nicht an. Als mein Sohn geboren wurde, ein Baby wurde, da konnte er noch nicht leisten. Er konnte nur quasi in die Windel scheißen. Aber ich habe ihn geliebt, wie ich ihn nur lieben konnte. Als er zu laufen begann, fiel er ständig auf die Schnauze. Aber ich habe mich doch nicht darüber geärgert, sondern ich war stolz für jeden Schritt, den er machte. Und ich war auch stolz und fröhlich, wenn er hinfiel und wieder aufstand. Denn es ist ja normal, dass ein Kind immer wieder hinfällt. Und wir sind Gottes Kinder, manchmal noch sehr kleine Kinder, die auch noch laufen lernen und immer wieder hinfallen und manchmal tut es weh und man bleibt vielleicht etwas länger liegen, aber man steht wieder auf. Aber nur weil wir hinfallen, liebt uns Gott nicht weniger. Gottes Liebe ist immer gleich groß zu uns, ob wir jetzt gerade im Schmutz der Sünde hingefallen sind oder bereits wieder aufgestanden sind. Gottes Liebe ist so anders. Wir können es nicht in Worte fassen. Jesus ruft die Mühseligen und Beladenen zu sich, kommt her und ich werde euch Ruhe geben. Er ruft nicht die denken, eben sie haben es geschafft, sondern die zu kämpfen haben, die zu ringen haben und die gerade an der Liebe Gottes zweifeln. Denen ruft Jesus zu, dass Gott ein liebender Vater ist, der dem Verlorenen nachgeht und der seine Kinder liebt, egal wo sie im Moment im Leben stehen und was für Kämpfe, dass sie durchmachen. Gott ist als ein liebender Vater bei uns und mit uns in allen Kämpfen und er liebt uns mit einer Liebe, die ich nicht in Worte fassen kann. Aber der Feind versucht alles, um uns anzuklagen, um uns niederzuziehen. Denn er weiß, wenn er uns anklagen kann, dann hat er es geschafft quasi. Denn dann gehen wir ja Gott aus dem Weg, dann weichen wir Gott aus, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir denken, Gott mag uns nicht mehr, weil wir Fehler gemacht haben, dann gehen wir Gott aus dem Weg und dann lacht der Feind. Und leider kann er oft sogar Christen gebrauchen für sein Spielchen. Christen, die denken, wie supergerecht sie sind und mit dem Finger auf andere zeigen, die noch nicht so super heilig sind, wie sie sich das vorstellen, wie ein heiliger Christ angeblich ist und angeblich leben sollte. Wobei ich da immer mehr merke, dass die Vorstellungen, die so gewisse Christen haben, von wie ein Christ sein sollte, eben
vielleicht nicht so ist, wie Gott eigentlich einen Christen sieht. Ein Christ sollte vor allem ehrlich sein, sollte offen sein und sollte auch seine Schwächen zeigen können, sollte auch seine Fehler zeigen können und nicht das Gefühl haben, er müsse zeigen, dass er ein Superhero sei. Und die anderen fühlen sich dann verurteilt, weil sie nicht so Superheroes Christen sind quasi. Paulus sagt, das Verachtete, das Unwürdige der Welt, das hat Gott erwählt. Halleluja. Das Verachtete, das Unwürdige der Welt. Trögler, Alkoholiker, Obdachlose, die auf der Straße sind. Prostituierte, die nicht ein noch aus wissen, da ist Jesus gegenwärtig, da geht Jesus ihnen nach und liebt sie bereits dort in dem Schmutz, in dem Verdammten und in dem Elend, in dem sie noch drin sind. Da liebt er sie bereits und will sie herauslieben aus der ganzen Scheiße. Aber wenn wir quasi ihnen sagen, Gott liebt dich erst, wenn du dich veränderst hast, wo ist dann die Hoffnung, wo ist dann, wir müssen die Liebe bringen, dem Menschen so, wie er ist und nicht so, wie er sein sollte, denn keiner ist so, wie er sein sollte. Halleluja, bist du so, wie du sein solltest? Hast du dein ganzes Potenzial ausgeschöpft? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich noch lange nicht da bin, wo ich sein sollte. Aber ich liebe Jesus, ich liebe den Vater und ich habe eine Liebe zu den zerbrochenen Menschen, denn ich bin selber zerbrochen. Und ich glaube, es ist nötig, dass Christen auch in die Tiefe der Sünde geblickt haben. Christen, die noch nie in die Tiefe der Sünde geblickt haben, die immer behütet aufgewachsen haben, die haben es schwierig, ein Verständnis zu haben für die zerbrochenen, kaputten Menschen oft. Und haben leider oft, zeigen sie mit dem Finger, anstatt dass sie mit den offenen Armen dastehen. Jesus steht am Kreuz mit den offenen Armen da und sagt, kommt her zu mir, alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Er ruft nicht die Gerechten, er ruft nicht die Selbstgerechten, er ruft die Sünder. Und zwar so, wie sie sind. Wenn du zu kämpfen hast mit Sünde, du glaubst vielleicht an Jesus oder glaubst noch nicht an Jesus, dann komm zu Jesus, so wie du bist, und vertraue darauf, dass er mit offenen Armen dich in Empfang nimmt. Und wenn du vielleicht schon Jahre an Jesus glaubst, aber du hast immer noch zu kämpfen mit Sünden, du hast immer noch gekämpft mit Gebundenheit und du wurdest vielleicht schon oft auch von Christen gerichtet und abgelehnt und hast schon oft an der Liebe Gottes gezweifelt, dass er dich liebt, so wie du bist. Glaube mir, er liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist und nicht so, wie du sein solltest. Er wird dich verändern. Er wird dich verändern. Aber dass er dich wirklich verändern kann, musst du glauben, dass er dich so liebt, wie du bist. Erst dann kannst du zu ihm in die Arme kommen. Dann kannst du mit ihm wirklich ehrlich sein. Sei ehrlich mit deinem Vater. Er ist der Aber. Er kann mit deinen Fehlern umgehen. Er kann mit deiner Zerbrochenheit umgehen. Wenn du ehrlich zum Vater kommst und sagst, Vater, sieh, da habe ich ein Problem. Ich komme nicht darüber hinweg. Vater, hilf mir. Er wird dich stärken, er wird dir helfen. Und egal, er hat seinen eigenen Zeitraum, egal wie lange du brauchst, um gewisse Sachen zu überwinden, die einen, vielleicht denkst du, schon so lange ringe ich damit und habe es noch nicht geschafft. Na und? Aber vielleicht ist Gott während dem ganzen Ringen etwas am Wirken in dir, in deinem Leben, in deinem Herzen. Was du oft erst hinterher siehst oder manchmal zwischendurch merkst, dass Gott dich am Verändern ist, dass du immer mehr zum Beispiel seiner Liebe vertrauen kannst, bevor du eben alles in Ordnung hast. Ich habe immer gesagt, ich werde gewisse Sachen erst überwinden können, wenn ich wirklich vertraue, dass Gott mich liebt. Egal, was ich schon geschafft habe quasi, was ich schon überwunden habe und was nicht. Dann werden wir immer mehr die Kraft empfangen, wie mehr wir ehrlich mit Gott sein können.
So bitte ich dich, Vater, aber Vater, lieber Papa, segne jeden Menschen, der dieses Video sieht. Begegne ihm, wo er steht in seinem Leben, wenn er zerbrochen ist, wenn er zu kämpfen hat mit Gebundenheit, mit Sünde oder was auch immer. Begegne jedem Menschen, wo er ist, mit deiner Liebe. Offenbare jedem Menschen deine Liebe, dass sie einfach erkennen, sie sind geliebt, so wie sie sind, nicht so, wie sie vielleicht denken, dass sie sein sollten oder was auch immer, sondern wir werden alle, die wir an Jesus glauben, in das Bild Jesus umgestaltet. Am Schluss wird jeder umgestaltet werden, egal wie weit er jetzt bereits umgestaltet ist oder nicht. Am Schluss werden wir Jesus Christus sehen, wie er ist. Und werden in sein Bild verwandelt werden. Halleluja. Natürlich sollen wir danach achten, jetzt schon mehr und mehr in sein Bild verwandelt zu werden. Aber wir können letztendlich eigentlich so wenig wirklich dazu beitragen, sondern es ist Gott, der Vater, Halleluja, und es ist Jesus Christus und es ist der Heilige Geist, die das Werk der Rettung tun und die das Werk der Umgestaltung tun, natürlich zusammen mit uns. Aber letztendlich sind wir in uns selber so schwach. Jesus hat nicht umsonst gesagt, in euch, aus euch selbst könnt ihr nichts tun. Nichts. Aber Halleluja, mit Jesus zusammen können wir alles tun. Vor allem lernen, Gottes Liebe zu vertrauen. Ich bin heute noch da, nach 20 Jahren, wo ich an Jesus glaube, einfach seiner Liebe mehr zu vertrauen. Halleluja. Ich segne euch alle, liebe Brüder und Schwestern und einfach alle Menschen, die das Video seht. Gott liebt euch als ein liebender Vater. Halleluja. Er ist der allerbeste Vater. Er ist der allerbeste Vater. Viel mehr, als ich meinen Sohn lieben kann, als er ist so viel, seine Liebe ist so viel größer, wenn wir nur endlich erkennen, wie wunderbar das unser Vater ist und wegkommen von dem zornigen Gott, sondern begreifen, dass Gott ein liebender, liebender, liebender Vater ist. Halleluja, der uns so sehr liebt. Woher haben wir denn Liebe? Woher? Gottes Liebe ist doch so unendlich viel größer als wir, wenn wir Menschen schon in der Lage sind, ein relatives Maß an Liebe zu erreichen, dass wir weinen müssen für andere Menschen, aus lauter Mitgefühl, wie sehr mehr Gott, der die Liebe ist. Gott liebt uns so sehr, Halleluja. So, seid gesegnet in der Liebe Gottes, liebe Brüder.